Wahrscheinlich haben wir nur nichts verstanden, weil die Batterien von deinem Rekorder zu schwach sind. Wir fragen Rosi morgen nach 9. Okay? Delia? Haben Sie kurz Zeit? Es ist schon nach 10 Uhr. Komm morgen wieder. Hast du mich nicht verstanden? Doch, aber es geht. Wenn du ein gutes Wort für deinen Freund einlegen willst, dann bist du hier falsch. Oder hast du ihn da etwa aufgehängt? Nein, aber. Dann verschwinde, ich mag kein dummes Geschwätz. Es geht um Mara und Lucy. Ein fremder Mann ist in ihrem Zimmer. Ein Mann? Was für ein fremder Mann? Eine Art Medizinmann. Er ist ziemlich dick und hat komische Knochen um den Hals. Eine Art Geisteraustreibung oder sowas. Ein dicker Mann mit Knochenkette. Magnus, warum belästigst du mich mit solch unsinnigen Geschichten? Es ist die Wahrheit. Sehen Sie doch nach, dort ist wirklich ein Mann. Ein dicker Teufelsaustreiber. Du stehst kurz vor einem extra Küchendienst, junger Mann. War das alles? Aber ich habe ihn doch mit meinen eigenen Augen gesehen. Er ist halbnackt und dreht rund um Lucy. Skalpelle sind so schöne Instrumente. Selbst die zähesten Sehnen geben ihrer Schärfe nach. Habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt? Freut mich, dass es dir wieder gut geht. Ich fühle mich plötzlich so fröhlich ohne diesen Geist in meinem Zimmer. Ganz liebe Grüße an Tante Agnes und Onkel Bertram. Ja, see you later, Alligator. So, das war's. Das ist gut, lass alle Anspannung von dir abfallen. Oh. Schnell! Nein, 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 nein! In den Schrank! Oh,